Ja, und hierzulande und bei der EU läuten nicht nur die Alarmglocken. Deswegen freue ich mich, dass ich zum Tagesgespräch bei Phoenix Hodelieve Quisthoudt-Rowohl begrüßen darf in Brüssel von der EVP, von der CDU im Europaparlament. Grüße Sie herzlich. Guten Morgen. Ist das nur Gepolter oder ist das ernst, was der amerikanische Präsident da tut in diesen Androhungen, die er da loslässt in Sachen Zölle und Handelskrieg? Wie sehen Sie das bei der EU? Wenn man es wüsste, wäre man natürlich glücklich. Nur in der Zukunft gucken ist schwierig, weil es ja die Zukunft betrifft. Ich glaube persönlich, dass es teils ist. Ein Teil ist Gepolter, ein Teil ja spontane Reaktion, aber auch ein Teil Verfolgen von einer innenpolitischen Agenda, die keine Rechnung hält mit dem Rest der Welt. Können Sie erkennen, was er damit erreichen will, der amerikanische Präsident? Ja, höchstwahrscheinlich seine Wähler mobilisieren für die nächste Präsidentenwahl. Das ist wenigstens das, was manche Beobachter in Washington immer sagen, dass er sehr kontinuierlich, Punkt für Punkt, das abarbeitet, was er versprochen hat im Wahlkampf, um die Staaten, die für ihn gestimmt haben, der ganze Rust Belt dann auch für ihn zu behalten für die nächste Wahl. Ja, das klingt leichtsinnig. Also wenn ich in meinem eigenen Dorf den Frieden herstelle, aber mit der gesamten Welt drumherum im Krieg stehe, dann habe ich doch wenig gewonnen. Was befürchten Sie für Auswirkungen? Welche negativen Auswirkungen? Das finde ich auch. Ja, was befürchten Sie für Auswirkungen? Nun zunächst mal, Trump isoliert sich damit vollkommen. Das ist eine negative Auswirkung für Amerika. Bush hat es auch schon mal versucht in 2002. Und wir wissen, dass es sehr schlecht ausgegangen ist, auch für die Amerikaner. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir von einer offeneren Welt, wo es Handel gibt, Handel in bestimmte Gesetze eingebunden, in bestimmte Regularien eingebunden, dass wir uns davon verabschieden. Das ist nicht gut für keine von uns. Das ist auch nicht gut für die Industrie in Europa. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt allerdings ist, dass die anderen großen Staaten, die Staaten im Werden, so wie China, Indien und so, die sind die lachenden Dritten. Die beobachten, was passiert und die werden natürlich versuchen, sich in Löcher sofort wie möglich reinzusetzen und davon zu profitieren. Man kann es ihnen nicht übel nehmen. Wir würden vielleicht das gleich tun in einer anderen Situation. Ja, das ist gerade erwähnen. Auch China, die haben sich ja schon quasi darauf eingeschossen und sagen, ja, wenn die Amerikaner nicht wollen, dann machen wir das halt vornehmlicher mit der EU, mit den europäischen Staaten. Da fahren wir vielleicht insgesamt besser. Befürchten Sie da im Grunde genommen dann so einen Zangengriff? Nein, eigentlich finde ich, dass Furcht eine schlechte Kategorie in der Politik ist. Aber ich befürchte es auch deshalb nicht, weil die Industrie in Europa noch stark genug ist. Sie muss jetzt natürlich Mittel finden, um sich weiterzuentwickeln, um zu innovieren, um sie dort, wo nötig ist, zu schützen. Sei es gegen Ost oder gegen West. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Das ist eine Aufgabe ab jetzt für die Zukunft. Vielleicht noch mehr, als es schon eine Aufgabe war in der Zeit vor Trump. Ja, und wir müssen jetzt ein bisschen auf die Realität und auf die Zukunft schauen und kommen damit ja auch wieder thematisch auf die EU, auf die EU-Kommission. Und da kann man ja fast schon sagen, im Grunde genommen steht die EU-Kommission jetzt auch schon Gewehr bei Fuß und hat scharfe Gegenmaßnahmen angekündigt im Falle das. Also schon die Ankündigung ist doch im Grunde genommen so etwas wie ein kleiner Krieg, der schon begonnen hat, oder? Sehen Sie das noch auf einem niedrigeren Niveau? Auf ein niedriges Niveau, glaube ich, als Handelskrieg, muss ich sagen, ja. Es ist so, dass die Vereinigten Staaten massiv die WTO-Regelungen widersprochen haben. Also sie haben jetzt einseitig
die Androhung von Strafzölle gemacht, dort wo es nicht nötig ist, weil ihre nationale Sicherheit nun wahrlich nicht betroffen wird. Das Verteidigungsministerium in Washington ist sowieso gegen die Strafzölle. Dass da natürlich eine Antwort von der EU geradezu gefragt wird, ist in meinen Augen ziemlich logisch. Und ich finde, die angedachten Maßnahmen der EU bewegen sich vollkommen konform mit den WTO-Regelungen und sind in meinen Augen nicht übertrieben. Mhm. Und es ist sehr deutlich für uns, sobald die Vereinigten Staaten damit aufhören, sobald sie diese Androhung zurücknehmen, werden wir natürlich auch unsere Gegenmaßnahmen von einem Tag zum anderen einfrieren. Das sind Aussichten, die wir hoffen, dass sie nicht eintreten. Aber ich danke Ihnen, dass Sie uns das erklärt haben, die Sicht der EU. Dankeschön. Das hoffe ich auch. Chode liebe Quisthoudt-Rowohl nach Brüssel. Gerne.